Tim, 1-0 Balingen, ihr habt es euch sicherlich anders vorgestellt. Dein Rückblick auf die vergangenen 90 Minuten. Ja, ich denke, wir haben hier heute eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Gegner hatte bis aufs Tor, glaube ich, keine richtige Torchance. Wir haben 4, 5 richtig gute Chancen, wo wir dann halt nicht konsequent nutzen. Und dann wirst du halt in der Liga bestraft, auch gegen Balingen. Du hast gesagt, wir haben die Chancen nicht so richtig genutzt. Wir haben eigentlich bis zum 16er vieles richtig gemacht. Da kam mal eine Flanke. Ja, dass man da nicht immer rankommt, ist ja normal. Aber woran liegt es, dass wir dann, sage ich mal, in diesen Situationen oftmals die falsche Entscheidung getroffen haben zwischen Schuss oder vielleicht doch nochmal abspielen? Also wie kommuniziert ihr das auf dem Platz? Ja, natürlich, die Jungs wissen selber. Philipp hat 1, 2 gute Chancen, dass er es besser kann. Wir müssen einfach aus den Fehlern lernen, beziehungsweise es kommen noch einige Spiele, da müssen wir es einfach besser machen. Und wir dürfen jetzt einfach nicht den Kopf in den Sand stecken und positiv nach vorne gucken und im nächsten Spiel einfach unsere Chancen nutzen, dann holen wir auch wieder 3 Punkte. Danke dir, Tim. Ja, Matthias, nach 90 Minuten 1-0 für den Balinger SC. Vorgestellt haben wir uns das sicherlich anders. Welche Gründe siehst du jetzt in der Niederlage oder für die Niederlage? Ja, Grund ist, dass der Gegner ein Tor mehr geschossen hat als wir. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was steht und das, was bleibt. Das ist jetzt, Balingen hatte, ja, sag ich mal, jetzt nicht wirklich die Riesenmöglichkeiten. Die hundertprozentigen hatten wir aber auch nicht. Warum haben wir es heute nicht verstanden? Die, ja, eigentlich viele gute Situationen bis zum 16er und dann hat halt so dieser letzte Punch gefehlt. Warum haben wir das heute einfach nicht hinbekommen? Ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe. Ne? Es ist sicherlich ein Grund, dass du nicht in dem Rhythmus warst jetzt. Ne? Das ist ein Aspekt. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Balingen sehr robust und sicherlich auch gut verteidigt hat. Und der dritte Punkt ist der, dass wir einfach individuell heute auch nicht diese Durchschlagskraft hatten. Es gab einige Szenen, auch in der ersten Halbzeit schon an und im 16er, wo du einfach auch mit mehr Wucht, mit mehr Konsequenz die Abschlusssituation suchen musst, wo du ein Schussfenster dann eben auch für dich nutzen musst. Und das haben wir nicht gemacht und trotzdem sind wir immer wieder im Spiel drin geblieben und haben es bis zuletzt probiert. Aber schlussendlich hätten wir, glaube ich, auch 120 Minuten spielen können, hätten kein Tor heute erzielt. So sah es zumindest aus. Ich glaube, den Willen kann man der Mannschaft auch sicherlich nicht absprechen. Jetzt geht es am Dienstag direkt schon weiter gegen SC Freiburg 2. Ihr habt jetzt gar nicht so viel Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten. Eher gut oder hättest du jetzt nach dem ersten Spiel in diesem Jahr dann doch vielleicht ein paar Tage mehr Zeit mit der Mannschaft? Ja, gut oder schlecht, das ist ja so, wie es ist und deswegen brauchen wir da gar nicht drüber nachdenken. Klar ist, das wirft uns jetzt nicht um. Ne? Natürlich ist das jetzt nicht dieser Auftakt, den wir uns gewünscht hätten. Eigentlich hätten wir uns heute lieber einen dreckigen 1-0-Sieg gewonnen. Nochmal, wie du es eben auch gesagt hast, die Mannschaft hat versucht, alles zu geben, hat alles in die Waagschale geworfen. Und ja, wenn wir das jetzt immer so machen, ne, dann steigern wir ein bisschen die Qualität, dann steigern wir logischerweise auch die Abschlussqualität und dann werden wir auch Spiele gewinnen. Danke dir, Matthias.